Lasset die Schotten beginnen. Auf geht das, Chat. Fokussose an. Wir lernen die nächste Schacheröffnung. Wir sind ja immer noch im Komplex. Erstens Bauer nach E4, populärster Zug. Und erstens Bauer nach E5, die populärste Erwiderung. Wir werden uns natürlich auch irgendwann hiervon wegbewegen in dieser kleinen Serie, uns diverse sizilianische Systeme angucken mit Bauer nach C5, Französisch, Karo Kann. Vielleicht machen wir eine Serie, eine Folge, wo wir den ganzen Quatsch covern, so Skandinavisch, Ajechin, Perz, liebe Grüße. Und dann eines Tages werden wir auch zu Bauer nach D4 Eröffnung übergehen. Aber erstmal sind wir noch im Komplex E4, E5. Hier haben wir ja schon einiges behandelt. Wir haben schon das Vier-Springer-Spiel behandelt. Das hier ist das Vier-Springer-Spiel. Wir haben schon gelernt, dass das Vier-Springer-Spiel nicht so gefährlich ist für Schwarz, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben schon Italienisch gelernt, wo wir wissen, das ist gefährlich. Und Weiß kann entweder es aggressiv behandeln oder etwas ruhiger. Es gibt bei Italienisch und Schottisch gewisse Überschneidungen, zu denen wir später kommen werden, im Bereich schottisches Gambit. Nur hier, falls das Thema später aufkommen sollte. Dann haben wir Spanisch gelernt. Spanisch, der König der Schacheröffnung und neben Italienisch wohl der beste Zug in dieser Stellung nach den Standardzügen. Springer geht raus, greift Bauern an und Springer geht raus, verteidigt den Bauern. Aber diesmal widmen wir uns dem drittpopulärsten Zug in dieser Stellung. Ich würde sagen, Bauer nach D4 ist populärer als Springer nach C3. Aber weniger populär als Italienisch oder Spanisch. Nämlich Bauer nach D4. Gleich hier im Zentrum Stress machen, Spannung herstellen. Erstmal für die Leute, die noch nicht so lange im Schachgrind sind, guckt man mal sowas natürlich, wer kontrolliert welches Feld, wie häufig. Hier sehen wir, der Bauer kann hier schlagen, unser Springer kann hier schlagen, der feindliche Springer kann hier schlagen aus weißer Sicht und die Dame kann schlagen. Also kontrolliert, weiß das Feld häufig genug, dass unsere Abtauschaktionen nicht wirklich schaden würden. Es gibt tatsächlich nur einen guten Zug für Schwarz in dieser Stellung. Was ist der eine gute Zug? Schlägt D4, reicht mir nicht. Womit schlagen wir D4? Bauer schlägt D4, ist korrekt. Denn komischerweise, wenn der Springer schlagen würde, ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber würde Schwarz schon ernsthaft schlechter stehen. Man lernt ja häufig, die Dame nicht so früh rauszubringen. Deshalb fragt sich der eine oder andere vielleicht, hä, hier ist doch die Dame draußen, warum soll das so toll sein? Man soll die Dame nicht so früh rausbringen, weil sie dann meist angegriffen werden kann von gegnerischen Figuren. Hier ist aber dieser Springer schon weg, kann die Dame daher nicht angreifen, damit Zeit gewinnen. Dieser Läufer kommt auch nicht so wirklich an sie ran. Dieser Springer von seinem normalen Feld auch nicht. Also hier steht die Dame gut. Natürlich könnte Schwarz sie so zum Beispiel angreifen, würde damit aber selber Zeit verlieren. Das würde nicht so viel bringen. Das heißt, die Dame steht hier gut und Weiß hat sehr leichtes weiteres Spiel. Springer nach C3, Läufer raus, zum Beispiel lange Rochade, der andere Läufer kann nach C4. Weiß hat hier größere Zentrumskontrolle und deshalb schon Vorteil. Daher sollten wir hier nicht mit dem Springer schlagen und logischerweise nach E schlägt D4, Springer schlägt D4, dann auch nicht hier mit dem Springer schlagen. Kommen wir erst noch zum Zug, den man gerade so bei den Zugzwangsevent der Welt häufiger sieht oder zu zwei Zügen. Erstmal Bauer nach F6, wissen wir ja, sollen wir im Zweifelsfall nie machen. Es schwächt den König und es verstellt dem Springer dieses natürliche Feld. Also Bauer nach F6 hier, vielleicht in dem Reflex, den Bauern verteidigen zu wollen, ein grober Fehler. Und nach Läufer nach C4, wie ihr am Balken seht, steht Weiß auf hohem Niveau hier schon sehr, sehr gewinnträchtig, weil schwarze Figuren einfach nicht vernünftig rauskriegen werden. Bauer nach F6 in dieser Situation. Ein ernster Fehler. Und wenn ihr jemals vor der Frage steht, soll ich meinen Bauern auf E5 mit F6 stützen? Ist die Antwort 90% der Fälle nein. Bauer nach D6 ist nicht ganz so schlecht, aber auch hier, das haben wir glaube ich schon bei Italienisch häufiger besprochen, wenn Schwarz zu früh D6 spielt, wird es sehr, sehr schwer, zu viel Druck
Genug Druck aufs Zentrum auszuüben und wenn Weiß sich hier einfach weiterentwickelt, zum Beispiel Springer nach C3, Springer F6. Jetzt Läufer irgendwo hin, Läufer nach C4 oder Läufer nach B5. Steht Weiß wieder angenehmer, ohne irgendwelche Zugeständnisse machen zu müssen. Also war nach D6 kein Desaster, aber ein bisschen zu passiv. Sprich, einzig guter Zug ist hier mit dem Bauern zu schlagen. Menlo Masat, was sind die anderen 10%? Ja, ist halt immer das Problem, dass darauf immer rumgeritten wird, wenn ich euch eine Faustregel gebe. Es gibt für alles Ausnahmen. Zum Beispiel hier nach Läufer B5, A6, schlägt Rochade. F6 ist ein guter Zug, aber es ist eine Ausnahme. Deshalb, ihr könnt da auch gerne euch Regeln zu überlegen, in den seltenen Fällen, wenn der weißfähige Läufer abgetauscht ist, dies, das, jenes. Aber grundsätzlich fahrt ihr besser damit, statt jedes Mal euch dran aufzuhängen, wenn ich sage, F-Pawn ziehen, es gibt aber Fälle. Einfach nicht den F-Pawn zu ziehen am Anfang. So, Bauer nach D4, E schlägt D. Und hier steht Weiß jetzt vor der Wahl, was er tun sollte. Der natürliche Zug ist völlig klar. Mit dem Springer hier zurückzuschlagen. Das werden wir uns zuerst angucken. Es gibt auch Alternativen. Das prominenteste und das ist relativ beliebt so auf, ja, wie sei das? Charmant. Ja, auf so fortgeschrittenem Niveau, aber nicht so weit fortgeschritten. Das schottische Gambit Läufer nach C4. Also in der Großmeisterpraxis ist das nicht üblich, weil Schwarz danach relativ direkt ausgleichen kann, aber es ist ein trickreicher Zug, der halt auch aus Italienisch entstehen könnte, hatte ich eben schon kurz erwähnt. Läufer nach C4, Springer F6 und jetzt Bauer nach D4. Aber normalerweise über diese Zugfolge gespielt wird. Das gucken wir uns zum Ende kurz an. Wir haben es schon kurz behandelt im Rahmen von Italienisch, aber das können wir uns noch ein bisschen angucken. Die meisten Leute, die Schottisch spielen, schlagen hier aber zu Recht mit dem Springer zurück. Es gibt auch noch Bauer nach C3, das, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendein Gambit wird es, Namen wird es haben. Können wir uns am Ende auch noch ganz kurz angucken. Auch nichts, was einem schlaflose Nächte bereiten solle. Grundsätzlich, der logische Zug ist hier halt, Bauer wurde geschlagen, wir schlagen zurück. Der Nachteil ist, wir verlieren Zeit, wir ziehen diesen Springer zum zweiten Mal. Grundsätzlich, die Faustregel in der Öffnung, ja, wir sollen Figuren möglichst nur einmal ziehen, sie entwickeln und danach die anderen Figuren ins Spiel bringen. Aber deshalb ist Schach so kompliziert. Es gibt immer Situationen, wo andere Geschichten Priorität haben. Und hier ist natürlich Priorität, den Bauern zurückzuschlagen erstmal. Dazu, was Weiß bekommt durch die Aktion, ist halt erstmal mehr Zentrumskontrolle. Der Bauer auf E4 ist weiter vorne und kontrolliert das Zentrum besser als der schwarze verbliebene Bauer auf D7. Das heißt, Weiß verliert ein bisschen Zeit. Gewinnt dafür aber ein bisschen Raum. Das ist der Trade-off mit diesem dritten D4. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich es nicht so hoch ranke wie Läufer nach C4 oder Läufer nach B5. Aber es ist auch kein schlechter Zug und ist ein Zug, auf den man auf allen Levels vorbereitet sein muss. Also ich will nicht zu viel Geheimnis verraten. Aber auch im Rahmen von zum Beispiel Magnus Carlsens WM-Vorbereitung guckt man sich natürlich schottisch an. Also E schlägt D4, Springer schlägt D4. Jetzt ist Schwarz am Zug. Hier hat Schwarz mehrere vertretbare Züge. Es gibt allerdings ziemlich klar zwei Hauptzüge, von denen ich persönlich auch noch ziemlich klar einen der beiden bevorzuge. Also, welche beiden Züge leuchten euch hier ein? Wir wissen schon, Springer schlägt D4 ist es nicht. Ich würde sagen, es gibt zwei Hauptzüge, dann zwei spielbare Nebenvarianten und dann noch ein bisschen nicht so logische Züge. Springer F6 wird genannt, ist korrekt, das ist der absolute Hauptzug. Im Zweifelsfall immer richtig, wie wir auch wissen. Erst den Springer raus, kämpft ums Zentrum, greift den Bauern an. Beste Feld für den Springer, dies, das, jenes. Das ist korrekt. Und ich sehe auch den anderen Hauptzug. Läufer nach C5. Auch korrekt. Wieder logisch. Auch das entwickelnde Figur kämpft ums Zentrum, indem es den Kollegen hier angreift.
und so weiter und so fort. Und wie ihr euch auch vorstellen könnt, wahrscheinlich ist mein Favorit Springer nach F6. Man könnte jetzt Reden halten darüber, dass es logischer ist, weil der Springer erst sowieso nach F6 muss und mit dem Läufer wissen wir auch nicht genau, bla bla blub. Am Ende des Tages, das hier ist schon eine ziemlich konkrete Stellung. Hier geht es halt darum, welche Varianten angefallen. Und objektiv war ich die Varianten nach Springer nach F6 immer okay für Schwarz. Und die nach Läufer nach C5, das habe ich auch früher hin und wieder gespielt, hatte ich nie ganz so großes Vertrauen. Gibt noch zwei Alternativen, die auch auf Großmeisterniveau häufiger gespielt werden. Bonuspunkte, wenn euch die auch noch einfallen. Die sind aber nicht so logisch wie die beiden genannten Züge. Daher würde ich von denen auf jeden Fall auch abraten, nur der Vollständigkeit halber. Dame H4 wird genannt. Ne, Dame H4 wird auf Großmeisterniveau nicht gespielt. Das ist so eine Überraschungswaffe. Die gab es früher hin und wieder. Funktioniert aber, ich glaube, aus verschiedenen Gründen nicht so richtig. Sehr aggressiv versucht sich diesen Bauern zu schnappen. Springer nach C3 zum Beispiel, Läufer nach B4, greift den Kollegen an. Aber die Praxis hat gezeigt, ich weiß nicht, was die schnellste Widerlegung ist, aber dass zum Beispiel solche Stellungen für Schwarz nicht richtig funktionieren. Was man sich ja auch irgendwie denken kann, wenn Schwarz mit der Dame zwei Tempi investiert, um hier einen Bauern zu schlagen, weil es in der Zeit Figuren rauszieht. Das ist zu riskant. Aber wird manchmal gespielt als Überraschungswaffe. Ihr könnt diese Stellung, wenn ihr Spaß dran habt, noch weiter analysieren. Ich fand es als Kind immer lustig, so Stellungen, wo, keine Ahnung, diese Dame nach E8 geht und König und Dame jetzt verkehrt rumstehen. Das Problem ist nur, dass diese Stellungen alle absolut fürchterlich sind für Schwarz. Daher Dame H4 nicht so ein guter Zug. Worauf ich hinaus wollte, zwei Züge, die vertretbar sind hier, sind zum einen Läufer B4 Schach. Das sieht aus wie Quatsch, ist aber nur halb Quatsch. Auf Läufer B4 Schach ist der beste Zug C3 und jetzt geht der Läufer irgendwo hin, entweder nach C5 oder nach E7. Und die Argumentation ist, dass dieser Bauer auf C3 weiß mehr schadet, als er nützt, weil er dieses Feld für den Springer versperrt. Also nach Läufer C5 zum Beispiel wäre eine der Hauptvarianten, Springer nach B3, Läufer nach B6 und Springer nach C3. Das funktioniert naheliegenderweise nicht mehr, wenn hier ein weißer Bauer steht. Ich glaube, dass die Variante trotzdem ein bisschen shady, nicht sehr shady, aber ein bisschen zweifelhaft, also sowohl nach Läufer nach E3 als auch nach schlägt und keine Ahnung, jetzt Läufer nach D3, steht weiß. Nach meinem Wissen, was hier begrenzt ist, muss ich zugeben, ein bisschen angenehmer. Aber Läufer nach B4 Schach mit der subtilen Idee, den Bauern hier hinzulocken, ist ein durchaus vertretbarer Zug. Der letzte, nur der Vollständigkeit halber Zug, der manchmal gespielt wird, aber komisch aussieht, ist Dame nach F6. Müsst ihr eigentlich nicht viel drüber wissen, wenn wir ehrlich sind. Greift hier den Springer an und hat ein paar sehr spezifische Ideen, wie auf Schlagen Läufer nach C5 zu spielen. Aber kein Zug, über den ihr euch jetzt große Sorgen machen müsst. So, fangen wir an mit dem meiner Meinung nach besten Zug und dem logischsten. Springer geht raus. Das ist das Gute, auch wenn Schach konkret ist. Die allgemeinen Prinzipien, wie der Springer will meist nach F6 im Zweifelsfall dahinstellen, gelten schon in einer Vielzahl der Stellung. Jetzt hat Weiß die Wahl. Für diejenigen, die hier Folge 1 gesehen haben. Was ist nach Springer nach C3 los? Springer nach C3, logisch, verteidigt den Bauern. Aber wo sind wir jetzt gelandet? Chat, aufwachen. Vier Springerspiel, korrekt, korrekt, korrekt. Das haben wir in Folge 1 behandelt. Das ist eine Stellung, die man genauso über diese Zugfolge erreichen könnte. Springer nach C3, Springer nach F6, Bauer nach D4, schlägt, schlägt. Und Leute, die diese Stellung anstreben, spielen eigentlich fast immer die Vier Springerspiel-Zugfolge, weil nach Springer nach C3 Schwarz keine wirklichen Alternativen hat zu Springer nach F6. Während über die Schottisch-Zugfolge hier nach Springer F6. Anstelle von Springer F6 ja eben auch. Die Züge, die wir eben aufgelistet haben,
Steuersubstitution sind. Deshalb spielen die meisten Leute in dieser Stellung nicht Sprecher nach C3, also auf fortgeschrittenem Niveau. Wenn sie das tun, haben wir schon in Teil 1 gelernt, wir Springerspiel, wir fesseln dies, das. Was machen die Leute stattdessen? Was wollen die Schotten? Weiß muss jetzt ja was tun. Der Bauer in der Mitte ist angegriffen. Läufer raus lese ich. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, das ist kein Bluff. Den Bauern können wir schlagen. Und dann hier, zack. Auch das typische Ding, nach Läufer nach C4 kommt D5 mit Tempo. Dann können wir uns das leisten. Also Läufer raus funktioniert nicht. Wenn der Läufer hier hinginge, wäre unser Springer angegriffen. Können wir nicht machen. Springerfessel mit Läufer funktioniert hier auch nicht. Also liegt vielleicht nahe. Auch hier Faustregel, ich weiß nicht, ob gilt wie üblich auch nicht immer, aber diesen Läufer meistens nicht so früh in dieser Phase raus. Meistens wollen wir ja doch hier eher den Kram um den König klären. Ah gut, Faustregel ist schwierig, der Zug funktioniert nicht so gut. Der Läufer wird einfach angegriffen. Und wenn er jetzt hier reinschlagen würde, würde die Dame schon sehr aktiv werden. Und schwarz als Läuferpaar. Wenn er weggeht, können wir ihn, glaube ich, einfach weiter verfolgen. Zack, und uns wieder diesen Bauern schnappen. Also Läufer raus. Ist es nicht. Skobo sagt F3 oder Springer C3 halt. Ne, F3 schwächt zu sehr in dieser Phase. Öffnet schwarz gleich die Mitte. Und steht schon deutlich angenehmer. Also weiß unangenehmer. Springer C3, wie gesagt, viel Springerspiel. Das kann machen, ist solide. Aber wird in dieser Zugfolge nicht gespielt. Daher. Und das ist auch ein Grund, warum ich schottisch Anfänger nicht empfehlen würde. Weil diese Stellung, man kann sehr, sehr schnell schlecht stehen. Nicht nur hier jetzt direkt, sondern auch ein bisschen später. Es ist, Weiß ist ja im Entwicklungsrückstand, was man selten ist mit Weiß. Schwarz hat schon zwei Springer draußen, Weiß erst einen. Aus den genannten Gründen Weiß hat dafür ein bisschen mehr Platz im Zentrum. Aber ich würde, wie gesagt, normalerweise erstmal abraten von schottisch, weil die Stellung hier schwerer zu spielen sind. Trotzdem ist schottisch eine ernstzunehmende Eröffnung. Und wer sich hier spezialisieren will, kann damit bestimmt auch Gegner gut überraschen. In dieser Situation ist der kritische Zug und der Zug, den schottische Spieler spielen, den Springer auf C6 zu schlagen. Was ja auch durchaus logisch ist. Wir zwingen Schwarz, seine Bauern zu verdoppeln und entledigen uns dieses Problems, dass wir den Bauern nicht vernünftig verteidigen konnten, häufig. Zum Beispiel mit Läufer D3, weil Springer angegriffen ist. Jetzt nächste Frage. Wie schlägt Schwarz zurück? Ist ja immer ein kompliziertes Thema. Vielleicht erinnert ihr euch an Spanisch Abtausch, wo der D-Bauer zurückschlug. Wie ist es hier? Ist ja meistens die Abwägung zwischen Richtung Zentrum schlagen, was mehr Felder da kontrolliert. Das wäre B schlägt C. Und vom Zentrum wegschlagen, was den Läufer hier befreit. Welches ist richtig? Chat sagt B-Bauer ist korrekt. Hier im D-Bauern schlagen wäre schlecht. Dann kann Weiß die Damen tauschen und jetzt sein Zentrum stabilisieren, K.A. mit Bauern nach F3. Und Weiß hat einfach ein deutlich besseres Endspiel. Wenn wir es vergleichen mit Berliner Mauer zum Beispiel, hat Weiß hier noch das Läuferpaar, schwarzes Rochaderecht verloren. Der weiße Bauer ist noch auf E4, nicht auf E5. Das ist einfach eine sehr schlechte Stellung für Schwarz. Deshalb hier keine Diskussion. B schlägt C. Müssen wir so zurücknehmen. Die nächste Entscheidung für die Weißspieler. Was tun wir jetzt? Unser Bauer ist immer noch angegriffen. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt aber eine absolute Hauptvariante. Was können wir tun, Chat? Bauer nach E5 wird erwähnt. Ja, das ist der absolute Hauptzug. Der Bauer geht vor und greift den Springer an. Korrekt. Gibt ein paar Alternativen, über die wir nicht viel wissen müssen. Springer nach C3. Ist natürlich wieder möglich. Aber auch hier werden wir nach Läufer B4 wieder in unserem geliebten Vierspringer spielen. Also ich werde jetzt nicht jedes Mal die andere Zugfolge zeigen, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Springer C3 möglich, aber wird über diese Zugfolge so gut wie nie gespielt. Andere solide Züge werden Läufer nach D3, das kann man machen. Spielt Schwarz D5. Ungefähr ausgeglichen. Und man kann auch, wenn man fancy ist, irgendwie Dame nach E2 spielen hier und dann die Figuren so rausziehen zu wollen, lang zu rochieren.
Na, schwarz. Diverse vernünftige Möglichkeiten. Läufer nach E7, Turm nach B8, Bau nach D5. Ist kein Missklick, Bau nach D5 funktioniert. Aber ist nichts. Was? Läufer nach C5, ist auch okay. Einem schlaflose Nächte bereiten sollte, ich glaube. Turm nach B8 ist der giftigste Zug hier. Also kommen wir zur Variante, Bau nach E5. Und das hier ist eine schwere Stellung, weil wir hier jetzt Ich bin mir eigentlich. nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Siri. Ich habe nicht den Eindruck, dass du besonders gut aufpasst hier bei unserem Schachunterricht. Das hier ist eine schwere Stellung, weil wir hier jetzt diverse Regeln eigentlich brechen müssen im nächsten Zug. Und es fällt mir auch nicht so leicht zu erklären, warum das so ist. Trotzdem, Chat, was ist der beste Zug? Warum, weiß ich selber nicht genau. Aber wir können es uns vielleicht herleiten. Chat kennt sich aus natürlich. Dame nach E7 ist in der Tat der beste Zug. Sieht aber komisch aus, oder? Also wir ziehen die Dame, was ja eh schon immer so ein Thema ist, so früh. Versperren damit unseren Läufer, der gerne raus würde. Der Grund ist, dass es Weiß dazu zwingt, ein genauso oder ein noch schlimmeres Zugeständnis zu machen, nämlich auch Dame nach E2 zu spielen, um diesen Bauern hier zu halten. Und dass das ja mit der weißen Koordination mehr macht als mit der schwarzen Koordination. Der normale Zug in Anführungszeichen wäre hier Sprenger nach D5. Sprenger zieht weg. Aber dann steht Weiß tatsächlich besser. Kann den Sprenger weiterjagen. Und ja, die schwarze Stellung ist hier bisher unangenehm. Sprenger müsste weg, keine Ahnung, so, Läufer nach D3 zum Beispiel. Danach folgt kurz Rochade. Das Hauptding ist, dass Weiß hier schnell den Läufer rauskriegt und kurz rochieren kann. Und dann sagen kann, ja, du hast ja einen Doppelbauern. Dafür nicht viel vorzuzeigen. Das möchte Schwarz nicht. Deshalb wird die Stellung jetzt sehr, sehr schnell bei bestem Spiel sehr irrational. Schwarz spielt Dame nach E7, greift diesen Bauern an. Und um den zu halten, muss Weiß seinerseits das Zugeständnis Dame nach E2 machen. Hier wäre Gefahr, warum nicht andere Züge, um den zu verteidigen. Läufer nach F4 wäre schlecht. Kommt Sprenger nach D5, greift den Läufer gleich an. Wenn er dann wegginge, könnte die Dame hier gleich auf die Jagd gehen. Das funktioniert nicht. Bauer nach F4 wäre auch schlecht. Und Bauer nach D6. Und das weiße Konstrukt hier hält nicht wegen der Fesselung. Und so weiter. Dame nach D4 auch schlecht. Wegen Bauer nach D6 Fesselung. Weiß muss diese Fesselung brechen. Mit Dame nach E2. Aber Dame nach E2 ist natürlich ein hässlicher Zug. Verhindert für den Weißen jetzt halt, dass dieser Läufer raus kann. Und dass die Entwicklung vollendet werden kann mit Rochade. Und darum wird jetzt der Kampf toben in den nächsten, häufig in den nächsten 10, 15 Zügen tatsächlich. Schafft Weiß es, all seine Figuren rauszubringen? Schafft Weiß es, G3 zu spielen, Läufer G2, kurze Rochade, Sprenger D2, C4, B3, Läufer B2. Ohne zu viel Schaden zu nehmen, dann steht er besser, weil die bessere Bauernstruktur hat, Schwarz den Doppelbauern hat. Oder schafft Weiß es nicht, dann kann er auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viel schlechter stehen in diesen Varianten. Das sind merkwürdige, irrationale Stellungen. Wir gucken es uns ein bisschen an, aber so tief müssen wir hier nicht reingehen. Ist wirres Zeug, ehrlich gesagt. Erstmal, jetzt nach Dame nach E2. Der Sprenger ist angegriffen. Der Sprenger muss weg. Sprenger geht nach D5. Wohin sonst, ne? Also, hierhin kann er nicht, hierhin kann er nicht, hierhin kann er nicht. Kontrolliert erst die weiße Dame und nach G8 freiwillig zurück. Kann es ja auch nicht sein. Deshalb geht der Sprenger jetzt in die Mitte. Jetzt muss Weiß sich überlegen, was er tun möchte. Chat, wenn ihr Fragen habt, wie und mit Läufer F2 die Fesselung brechen, dann checkt gerne erst nochmal, ob ihr wirklich das Feld geschrieben habt, was ihr meint. Weil sonst ist es schwer für mich zu beantworten. Mit Läufer E2 die Fesselung brechen. Ja, aber die Frage kannst du dir vielleicht selber beantworten. Mit Läufer E2, was macht Schwarz jetzt? Bauer hängt. Snackt den Bauern.
Bauern schmeißen. Dame nach E2, einzig guter Zug. Springer nach D5, einzig guter Zug. Und jetzt hat Weiß mehrere Möglichkeiten. Also allgemein, wie gesagt, diese Stellungen sind kompliziert, sind für Weiß meiner Meinung nach aber schwerer zu spielen als für Schwarz. Aber das kann man natürlich kompensieren, indem man sich hier spezialisiert mit Weiß, während als Schwarzspieler man ja meistens nicht auf Schottisch spezialisiert ist. Also ich kann Leute verstehen, die viel Schottisch spielen. Auf Top-Niveau wird es hin und wieder als Überraschungswaffe gespielt, aber selten exklusiv, weil objektiv Schwarz in den ganzen Varianten hier keine ernsten Beschwerden hat. Wir können so ein bisschen angucken, wie es so typischerweise weitergeht. Na, erstmal wollte ich das hier, weil diese Stellung halt sehr, sehr wehr ist und wie man sie erreicht schon komisch ist, dass der Weg hierhin einigermaßen nachvollziehbar ist. Der Hauptzug für Weiß hier, würde ich sagen, ist Bau nach C4. Greift den Springer an und fragt ihn, wo er denn gerne hin würde. Und hiernach hat Schwarz zwei Möglichkeiten, die beide gleichwertig sind und beide auf Top-Niveau 4 gespielt werden. Ich verrate euch eine davon. Die eine ist, der Springer geht weg nach B6. Sehr logisch. Was ist die andere? Ich lese schon im Chat auch richtig. Läufer nach A6. Fesselt diesen Bauern und verhindert damit, dass hier geschlagen wird. Denn Weiß möchte natürlich nicht seine Dame eintauschen, nur gegen Springer und Läufer. Das würde zu viel Material kosten. Läufer nach A6 macht das Ganze ein bisschen zweischneidiger. Schwarz versucht, diesen Springer erstmal auf D5 zu behalten. Muss aber natürlich darauf achten, dass er nicht auf einmal durch ein gemeines Dame-Wegziehen angegriffen wird. Und versucht, Weiß weiter zu beschäftigen. Die nächsten schwarzen Züge, okay, hängen sehr davon ab, was gespielt wird, aber sind häufig Bau nach G6, Läufer nach G7, kurze Rochade und dann Turm in die Mitte. Wenn es für Weiß nicht so offensichtlich ist, was er tun soll. Es gibt aber zu dieser Stellung viel komplizierte Theorie. Am Ende des Tages ist alles in Ordnung für Schwarz, aber es ist, wie gesagt, eine sehr verworrene Stellung. Ich zeige euch eine halbwegs typische Variante. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit hier. Denn hier gibt es wahnsinnig viel kompliziertes Zeug. Ich zeige euch eine Sache, die relativ typisch ist. Weiß versucht, diesen Läufer hier hinzustellen und den anderen Läufer hier hin, um so die Figuren rauszukriegen. Bau nach B3, Bau nach G6, Bau nach G3, Läufer nach G7, Läufer nach B2, kurze Rochade. Der Springer kann immer auch nicht geschmissen werden, geschlagen werden, weil dann die Dame angegriffen ist. Läufer nach G2. Einer der Türme geht nach E8. Über welchen streiten sich die Gelehrten? Haben beides Vor- und Nachteile. Sagen wir so, Turm A nach E8. Kurz auch gerade. Ich frage die Variante gleich ab, Chat. Also schnell mitschreiben. Läufer schlägt E5. Läufer schlägt E5. Dame schlägt E5. Dame schlägt E5. Turm schlägt E5. C schlägt D5. Läufer schlägt F1. König schlägt F1. C schlägt D5. Springer nach C3. Bau nach C6. Und jetzt können wir innehalten kurz und sagen, ja, ungefähr ausgelegtes Endspiel. Schwarz hat einen Turm und zwei Bauern gegen einen Springer und einen Läufer. Nach dem Eiskugel-Count, Turm und zwei Bauern 7, Springer und Läufer, streng genommen, ja, je nachdem wie man zählt, eher 6, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist Läufer wahrscheinlich eher so 3,5. Und Schwarz hat diese verdoppelten Bauern. Also hier gibt es viel Großmeister Praxis in dieser Stellung. Objektiv gilt es als ausgeglichen, aber das ist eine der kritischen Varianten. Es gibt viele, viele andere. Deshalb ist Schottisch so kompliziert, weil es halt nichts mit so allgemeinen Prinzipien zu tun hat. So, komm, wir bringen die Figuren. Also, wir versuchen schon die Figuren rauszubringen, aber es folgt halt keinen Schablonen, die halbwegs gängig sind. Deshalb mit Weiß, ja, schwer zu spielen, finde ich, aber wer sich hier spezialisiert, es gibt zum Beispiel anstelle von Bau nach G3, hier auch Bau nach F4, was auch zu super komplizierten Stellungen führt. Es gibt Läufer nach A3, also ich könnte ja viele Vorträge über diese Stellung halten. Objektiv alles okay für Schwarz, aber Schwarz muss wissen, was er tut.
Und gleiches gilt für die Alternative, die wir eben schon kurz angerissen hatten. Springer nach B6. Hier sagt Schwarz sich, okay, der Läufer steht eh nicht so doll auf A6. Ich will nicht die ganze Zeit mir Gedanken drüber machen müssen, ob der Springer jetzt angegriffen ist und wann. Ich gehe einfach weg und dann gucke ich, wie ich das Zentrum attackiere mit F6, D6, G6, Läufer G7. Ob der Läufer nach A6 geht oder nach B7. Ob die Dame weggeht. Das ist ein etwas flexiblerer Zug. Der weiße Hauptzug ist hier Springer nach C3 und jetzt hat Schwarz eine breite Auswahl. Dame nach E6, Bauer nach G6, Läufer nach B7, Läufer nach A6. Hier gibt es wirklich zig Züge. Welche Frage ist denn, ist es den Hassel wert für Weiß? Wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine Variante, die für mich die Hauptvariante wäre, aber Weiß hat auch viele Abweichungen von der Variante, die ich eben gezeigt habe. Schwarz genauso. Er ist ein Ding, wenn man sich spezialisiert auf Schottisch, kann es, glaube ich, den Hassel wert sein. Für mich wäre es nix, weil es mehr strategisch viel zu riskant ist, wenn man hier die Figuren nicht rauskriegt. Und Schwarz hat so viele Optionen, dass es schwer ist, das alles im Kopf zu haben. Dann ist es, ja, für mich die Mühen nicht wert. Ich würde aber keinem vorwerfen, und ich glaube, so schottische Experten haben auch häufig gute Ergebnisse damit, wenn man sich hier spezialisiert. Einen lustigen Zug zeige ich euch noch in dieser Steuerung. Also auch in dieser Steuerung kann man mit den Zugfolgen viel Quatsch machen. Man kann mit G3 anfangen, mit Springer D2, whatever. Aber ein Zug, der hier recht populär geworden ist, ist tatsächlich der Zug Bauer nach H4. Fragt mich nicht warum. Von mir aus fragt mich warum, aber ich weiß es nicht genau. Aber das ist in der Tat ein populärer Zug, der so ein paar Optionen aufmacht. Ist gar nicht so klar, was der nächste weiße Zug ist. Läufer nach G5 liegt vielleicht in der Luft. Vielleicht kann manchmal der Turm hier rüber ins Spiel kommen. Vielleicht möchte der Bauer manchmal weiter vor. Es ist ein bisschen unspezifisch. Ich empfehle unter 1200 auf jeden Fall lieber Ruy Lopez oder Italienisch zu spielen. Ja. Also Schottisch ist gleich schon. Weil die Steuerung so wäre, sind so schwer zu spielen. Wenn, dann eher fortgeschritten. Also Bauer nach H4. Sieht aus wie Quatsch, ist auch kein Zug, der jetzt viel Druck macht auf Schwarz objektiv, aber ist ein lustiger Zug und einer, der ein bisschen an Popularität gewonnen hat. Die Varianten sind häufig sehr, sehr wert. Also die meisten Varianten funktionieren für Schwarz. Bauer nach D6, Dame nach E6, Bauer nach F6. Schwarz hat viele Möglichkeiten hier. Die Steuerung halt sehr, sehr non-standard. Ich zeige euch eine Variante nur, weil sie lustig ist, nicht weil ich zwingend so spielen würde. Ich würde mit Schwarz wahrscheinlich Dame nach E6 oder Bauer nach D6 hier spielen. Aber, weil es lustig ist, Bauer nach F6. Unterminiert das Zentrum. Bauer nach C4. Greift den Springer an. Diese Varianten, wenn ich euch irgendwas zeige, das ist meistens so ein Sample und nichts, was ich euch jetzt merken soll. Das ist nicht theoretisch relevant, sondern eher lustig. Ne? Ich sag's dazu. Läufer nach A6. This is for your entertainment only. Turm nach H3. Warum nicht den Turm auf doof? Hier gefesselt, also schlagen wir. F schlägt E5. Läufer nach G5. Greift die Dame an. Why not? Springer F6. Turm nach E3. Warum nicht den Turm hier? Ein bisschen zum Rumnerven nutzen. Das sind alles objektiv gute Züge. Also ich will nicht zu sehr an den Varianten erklären, weil es halt sehr random ist. Nur um euch zu zeigen, was für ein Chaos hier entstehen kann. Lange Rochade. Bester Zug. Der Turm sagt, okay, jetzt wo dein König hier drüben ist, komme ich auch hier rüber. Turm nach A3, guckt den Läufer an. Läufer muss weg, Läufer nach B7. Turm sagt, okay, ich habe meinen Job getan auf A3. Ich gucke den Läufer weiter an, auf B3. Na, ich könnte noch weitermachen hier. Ich glaube, die Hauptvariante ist irgendwie sowas. Schlägt, schlägt, Turm schlägt B7. König schlägt, Dame Schach. Und es geht irgendwie mit Dauerschach aus. Aber nur damit ihr ein Gefühl kriegt, für wie wer diese Steuerung werden kann. Nach Bauer nach H4. Wenn man ein schwarz und ruhigeres Leben haben möchte, wie gesagt, Dame nach E6 ist okay, um dann den Läufer rauszuziehen. Oder Bauer nach D6 ist auch okay, um Endspiele anzustreben. Das war jetzt kein abschließende Coverage von dieser Schottisch Hauptvariante, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefühl dafür gekriegt, wie wer die Steuerungen sind. Was einerseits mich mit Weiß abschrecken würde, andererseits für Schwarz ist auch nicht immer einfach ist, weil das hier halt der objektiv beste Weg ist für Schwarz und man muss diese Weirdness
dann mitgehen im Ausgleichssinne. Mich hat es nie so gestört, weil es sehr Zug-für-Zug-Stellungen sind, was mir mehr liegt als so strategischer Kram. Aber es kann halt relativ schnell, relativ chaotisch werden. Aus. Von beiden Seiten aus. Das ist ein kurzer Überblick zu dem besten Zug. Springer nach F6, nach Springer schlägt D4. Wenn Weiß auch hier das Kritische spielt, nämlich die Springer zu tauschen. Der B-Bau schlägt zurück. Und Bauer nach E5 greift diesen Springer an. Hier war die wichtige Feinheit, die wir uns merken müssen, wenn wir es mit Schwarz spielen wollen und auch mit Weiß. Dass es ein Fehler ist, den Springer gleich in die Mitte zu ziehen, sondern wir müssen den sehr merkwürdigen Zug Dame nach E7 spielen. Diesen Bauern erstmal angreifen und Weiß dazu zwingen, seine Dame auch nach E2 zu stellen. Er spielt Schwarzspieler nach D5 und dann kann das Chaos losgehen. Viktor Frey ist eine realistische Hoffnung auf niedrigerem Niveau, dass Schwarz hier vielleicht deutlich früher wuppdich geht. Die Hoffnung ist immer realistisch auf niedrigerem Niveau, egal welche Öffnung du dir anguckst. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass diese Steuerung, wie gesagt, für Weiß eher schwerer zu spielen sind als für Schwarz. Aber egal in welcher Variante man sich spezialisiert, dadurch, dass das Spiel hier sehr spezifisch ist, kann es durchaus sein, dass es hier auch Überraschungssiege geben kann. I'm not Amin, an ihm gut mitgedacht. T-Jum fragt, wieso geht der weiße Läufer nicht nach E4? Wieder eine dieser Fragen, die gut gemeint ist, aber wenn ihr mir Felder und Figuren sagt, die nicht so viel Sinn machen, dann immer vorher erst nochmal checken. Also, wo meinst du, soll der weiße Läufer hier nach E4 gehen? Hier E4 Läufer. Aber herzlich willkommen, Chum 47. Vielleicht war Chum auch noch in der Variante, die wir vorher hatten. Weiß ich nicht genau. So, das ist auf jeden Fall die Natur der Stellung so grob nach Springer F6. Der beste Zug, aber führt Chumsa, ah sorry, F4 statt Dame E2, sind wir vorher in der Show schon behandelt. Die Frage kam schon mal, kannst du dir da angucken, ist ein schlechter Zug. Springer schlägt, Bauer schlägt. Und kompliziertes Spiel, objektiv bei Schwarz, alles in Ordnung. Kommen wir zur Alternative, von der ich nicht so Fan bin, wie ich ja schon gesagt habe, weil sie Weiß mehr Optionen gibt, nicht so viel Druck macht, die aber vielleicht zu ein bisschen normalerem Spiel führt. Kann man aber auch drüber streiten. Läufer nach C5. Das Problem für mich mit Läufer nach C5 ist nicht nur, dass ich glaube, objektiv ist es ein bisschen schlechter als Springer F6, sondern Weiß hat hier auch drei ernstzunehmende Züge, die alle zu komplizierten Steuerungen führen, in denen es nicht so leicht ist für Schwarz auszugleichen. Ich glaube, Läufer C5 wird trotzdem manchmal gespielt von Leuten, denen die Steuerung nach Springer nach F6 zu wehr sind. Aber nach Läufer nach C5, was sind die drei, ich glaube, drei ist fair, vernünftigsten Möglichkeiten für Weiß? So. Zwei der Züge lese ich im Chat. Jetzt haben wir alle. Drei Hauptzüge hier sind Springer nach B3. Sehr logisch. Weicht aus, greift den Läufer an. Läufer nach E3. Auch sehr logisch. Verteidigt den Läufer und droht jetzt den Abzugsangriff. Mit Springer schlägt C6. Würde die Dame angreifen. Schwarz schlägt zurück. Und dann wäre Läufer umgedeckt. Läufer schlägt C5 und Zug Nummer 3. Springer schlägt C6. Verdoppelt die schwarzen Bauern. Eventuell. Eventuell. Und fragt Schwarz, was er denn sofort. Erste Frage vielleicht hier zu dieser Stellung. Nach Springer schlägt C6.
Was ist der beste Zug? Vorsicht, Chat. Könnte eine Fangfrage sein. Oder keine Fangfrage. Aber die Lösung könnte keine sein, die ihr denkt. Aber Chat kennt sich aus. Chat weiß, Dame F6. Dame F6 ist der beste Zug. Droht Schachmatt, also leichte Schäfermattanleihen hier. Und behält sich vor, wie auf C6 zurückgeschlagen werden soll. Tatsächlich, je nach weißer Antwort gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie hier Stand der Dinge ist. Ich glaube, der populärste Zug ist, weiß so ist, Dame nach F3 ein Endspiel anzubieten. Und jetzt entscheidet sich Schwarz zwischen den diversen Möglichkeiten. D schlägt C, B schlägt C, Dame schlägt F3, gefolgt von irgendwas schlägt hier. Also keine Variante, die, glaube ich, als so gemein gilt aus schwarzer Sicht. Aber trotzdem, auch hier gibt es ein bisschen Venom. Stimmt, hatten wir vorhin schon über Zukunftsstellung offenbart. Das ist der eine Zug, laufe nach E3. Der andere. Na, der zweite der drei Hauptzüge, laufe nach E3. Verteidigt das Zentrum. Wieder wäre es nicht gut, hier alles zu tauschen, weil Weiß dann wieder eine relativ unangreifbare Dame in der Mitte hätte und ziemlich viel Druck machen würde. Deshalb nach Läufer E3, hier wird es auch wieder ein bisschen wer, auch wieder der beste Zug, Dame nach F6. Fehler wäre hier der natürliche Zug, Springer nach F6, wegen des Tricks, den ich eben schon kurz angezeigt habe. Springer schlägt und Läufer schlägt auf C5. Verfall, vielen Dank für den Prime Sub. Deshalb der beste Zug, Dame nach F6. Und das Spiel wird ein bisschen merkwürdig. Die Dame muss halt ziehen, um dieser Drohung auszuweichen. Jetzt kommt Springer schlägt C6 nicht mehr mit Angriff auf die Dame. Und es geht ein bisschen komisch weiter hier. Bau nach C3, Springer E7. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Läufer nach C4, Läufer nach B5, Bau nach G3. Whatever. Mit merkwürdigen Stellungen. Soweit ich weiß, ist hier bei Schwarz alles einigermaßen okay. Kasparov spielt gerne so bei seinen wenigen Schach-Outings heutzutage, wenn er so ein Schnellturnier spielt oder so, sieht man relativ häufig diese Varianten bei ihm. Jetzt Läufer B3 oder Läufer E2 mit komplizierten Stellungen. Und Tür Nummer 3 ist ein Läufer nach C5. Der Zug, der mich, glaube ich, am meisten nerven würde. Ich weiß nicht, ob das objektiv gerechtfertigt ist, aber ich vermute sogar ja. Springer nach B3 entzieht sich einfach dem Angriff, greift den Läufer an. Und Weiß sagt, okay, ich habe immer noch mehr Zentrumskontrolle. Ich möchte jetzt die Figuren rausziehen. Häufig sogar mit langer Rochade, Springer C3, Dame E2, Läufer irgendwo hin und lange Rochade. Und ich finde die Steuerung ein bisschen unangenehm zu spielen für Schwarz. Also, man kann hier im Detail drüber streiten. Es gibt auch hier viel Theorie. Zum Beispiel Läufer nach B6, Springer nach C3, Springer nach F6. Hier, die Hauptzüge sind Dame nach E2 oder Läufer nach G5. Diese Art Stellung, gefolgt von langer Rochade jetzt. Sehr kompliziert. Keineswegs hoffnungslos für Schwarz, aber mir hat das nie so zugesagt aus schwarzer Sicht. Und wie gesagt, der Nachteil an Läufer C5 ist eher für meine Begriffe, dass Weiß halt drei vollwertige Möglichkeiten hat und Weiß dann ja das Spiel hinsteuern kann, wo er möchte. The Player 180, vielen Dank für den Sub. Aber trotzdem ist Läufer C5 ein vollwertiger Zug. Wird auch weiter mit Sicherheit gespielt werden in der Großmeisterpraxis. Und ich glaube nicht, dass widerlegt wird. Aber wenn man sich sagt, okay, ich will mich einmal mit Schottisch beschäftigen hier, ich will mir das einmal reinziehen, dass es mich nicht mehr nervt, würde ich immer mit Springer F6 anfangen. Die Stellungen sind vielleicht ein bisschen wirrer am Anfang, aber es lohnt sich, wenn man sich einmal in Springer F6 reingefuchst hat. Und hier eine der Varianten einem zusagt, insbesondere in dieser Stellung. Springer nach B6 oder Läufer nach A6, dann hält das eine lange Zeit und man muss nicht ständig irgendwelche Baustellen reparieren, weil objektiv bei Schwarz hier alles in bester Ordnung ist. So, das war ein kleiner Schottisch-Überblick. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt ein gutes Bild von den Pros und Cons gekriegt. Es sind komische Stellungen. Schwarz kann fehlgreifen und Schwarzspieler werden das deutlich seltener auf dem Brett haben als Italienisch oder Spanisch. Aber eben auch aus Gründen. Es macht objektiv nicht so viel Druck wie Italienisch oder Spanisch. Und für Weiß ist auch das Risiko in diesen verfahrenen Stellungen
höher als jetzt in Italienisch oder Spanisch. Habt ihr Fragen noch zu dieser Störung nach Sprengerschlicht D4? Keine Fragen, Chat, Alter. Das heißt entweder, dass ich ganz, ganz toll schon alles erklärt habe, oder wahrscheinlicher, dass ich, weil ich so gereizt reagiere, wenn ihr falsche Züge eingibt, schon den ganzen Chat verschreckt habe. Chat hat hier viele Vorschläge. Aber keine Fragen offenbar. Alles klar. Bobble ist traurig, dass er Spanisch verpasst hat. Ja, ist ja alles hier. Kann man ja sicher alles noch reinziehen. Ist ja 6 Monate auf jeden Fall am Start. Nach D4, E schlägt D, Sprenger schlägt D4. Somit keine Fragen. Gehen wir noch kurz auf das sogenannte schottische Gambit ein. Läufer nach C4. Wird, wie gesagt, häufig gespielt, so auf Clubniveau wahrscheinlich genauso häufig wie das Zurückschlagen. Weil das irgendwie, erstens gibt es ein paar Tricks, die man schnell beibringen kann. Und zweitens ist es ein bisschen aggressiver als das doch ja, strategisch sehr anspruchsvolle. Sprenger schlägt D4. Läufer nach C4, Weiß sagt sich, okay, ich möchte den Bauern erstmal nicht zurückschlagen, ich möchte schnell rochieren. Und dann je nach Situation, wenn du Sprenger A6 spielst, will ich den vielleicht angreifen mit meinem Bauern. Vielleicht will ich hier mit Sprenger G5 rumnerven. Wenn du etwas zu passives spielst, wie Bauer nach D6, dann kann ich auch einfach zurückschlagen, besser stehen. Also, wie gehen wir mit Läufer nach C4 um? Auch hier wieder zwei Hauptzüge, die beide relativ nahe liegen. Läufer nach C5 macht Sinn. Immer Sprenger F6, die alte Faustregel. Auch korrekt. Das sind die beiden Hauptzüge. Habe ich hier Präferenzen? Ich würde es wahrscheinlich mit meinem italienischen Repertoire ein bisschen abstimmen. Das wäre aber schon wieder sehr kompliziert jetzt. Aber ich erkläre es euch trotzdem. Also ich würde hier wahrscheinlich Sprenger nach F6 spielen, weil ich auf Läufer C4 auch Sprenger F6 spielen würde. Und wenn auf Läufer C4 Sprenger F6 D4 käme, müsste ich eh schlagen und hätte dieselbe Stellung auf dem Brett. Also warum zwei Sachen lernen? Während wenn ich auf Italienisch Läufer C5 spielen würde, diese Stellung, Chat, merkt euch diese Stellung, können wir sehr wahrscheinlich erreichen, wenn wir auf Läufer C4 Läufer C5 spielen. Denn jetzt würde Weiß Bauer nach C3 spielen. Wir würden, wenn wir wissen, Sprenger F6 spielen. Und tada! Da wären wir wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber grundsätzlich, was ich sagen will, ist, wenn man sich entschieden hat, auf Läufer C4, Läufer C5 zu spielen, sollte man auch in dieser Stellung Läufer C5 spielen. Wenn man sich entschieden hat, auf Läufer C4, Sprenger F6 zu spielen, kann man auch in dieser Stellung, die wir jetzt auf dem Brett haben, Sprenger F6 spielen. Weil beide Varianten eh ineinander übergehen können. Ich zeige euch kurz die Tricks, die ihr wissen müsst, damit ihr, falls ihr hier auf Kugelbuch trefft, gut gerüstet seid. Läufer nach C5 spielen die Weißspieler in der Regel Bauer nach C3. Und worauf hoffen sie? Sie hoffen, dass wir den Bauern schlagen. Was passiert nach Schlagen? Läufer GF7, genau, das ist der Trick. Läufer GF7, wenn der König zurückschlägt, kommt Dame nach D5 Schach. Doppelangriff auf
König und Läufer und Weitsche besser. Geht noch weiter hier. Die Weitspieler sind mal wahnsinnig stolz, weil sie auch mal noch beigebracht kriegen nach König E8, dass man jetzt erst dieses Schach gibt. Da sind sie immer sehr stolz. Dann auf G6 jetzt schlägt, um G6 provoziert zu haben. Aber wir sollten sowieso aus schwarzer Sicht nichts davon zulassen. Mit Weiß, wenn ihr das spielen wollt, ist das hier ein Trick, auf den ihr hoffen könnt. Der korrekte Zug nach Bauer nach C3 ist, Springer nach F6 zu spielen, also hier nicht zu gierig zu sein, for once, und im Zentrum zu kontern. Und über diese Zugfolge sieht es ein bisschen komisch aus, aber vielleicht erinnert ihr euch an unsere Italienisch-Geschichten, wo wir ja diese Zugfolge behandelt haben. Bauer nach C3, Springer nach F6, Bauer nach D4, E schlägt D4. Und man glaubt es kaum, es ist dieselbe Stellung. It's the same position. Da haben wir hier schon ein bisschen über die Möglichkeiten gesprochen. So nach Bauer nach E5, bekannt aus der Partie. Johnny gegen Ronny Berger. Bauer nach D5, Lauf nach B5 und Springer nach E4. Mit grobem Ausgleich. Und nach C schlägt D4. Läufer B4 Schach. Um Weiß zu einer Reaktion zu zwingen. Victor sagt selbe Stellung, aber andere Farbe ist dran, oder? Nein. Selbe Stellung, selbe Farbe ist dran. Hier gäbe es auch noch Tür 3. Den gemeinen Killerangriff. Kurze Rochade. Aber der funktioniert nicht wirklich. Wegen Springer schlägt E4, C schlägt D. Und Bauer nach D5 von Schwarz ein bisschen besser. Aber das sind halt Sachen, okay, ich habe das tausendmal gesehen in meiner E4-E5-Karriere. Aber wenn man hier das zum ersten Mal also auf dem Brett hat, kann es natürlich ein bisschen verwirrend sein. Vor allem auch die verschiedenen Zugfolgen, dies, das, jenes. Deshalb macht es Sinn, sich hier kurz Gedanken drüber zu machen, über diesen Dschungel. Welche Steuerung will ich? Welche möchte ich vermeiden? Nach Läufer C4, Läufer C5, ich wiederhole nochmal. C3, der Trick ist hier nicht zu schlagen. Und nach Springer F6 hat Weiß mehrere Möglichkeiten, die alle nicht gefährlich sind unbedingt. Die objektiv beste ist Bauer E5, aber auf die man gefasst sein muss. Die Alternative nach Läufer C4, auch aus weißer Sicht, wenn ihr so spielen wollt. Also ihr müsst mit Läufer C5 rechnen. Und man muss auch mit Springer F6 rechnen. Wie gesagt, das ist der Zug, den ich spielen würde hier. Wonach, ja, der Springer wie üblich den Bauern angreift, die Entwicklung vorantreibt. All the good stuff. Jetzt hat Weiß hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist die kurze Rochade. Oh, ich weiß nicht, ob ihr noch so aufnahmefähig seid. Die Varianten sind noch ein bisschen wehr hier. Ich zeige sie euch nur kurz. Wie nennt sich das? Ihr kennt euch bestimmt aus mit Schachnamen-Chat. Ich weiß nie, wie sowas heißt. Das hier ist auch eine Variante, die mit Weiß häufig gespielt wird, weil die Leute immer sehr ästhetisch angetan sind von der folgenden Sequenz. Springer schlägt E4, schlägt Bauern. Bester Zug. Aber sieht natürlich gefährlich aus. Wir öffnen die E-Linie vor unserem König. Turm nach R1, fesselt den Springer. Bester Zug. Bauer nach D5. Verteidigt und greift an. Sieht ja erstmal sehr, sehr gut aus für Schwarz. Und jetzt sind so die Weißspieler so. Das ist so auf 1500, 1600 Niveau. Wie gesagt, von Webseite zu Webseite. Ich rede von DWZ. Häufig so ein Aha-Erlebnis so. Wow, ich kann hier Springer, Läufer schlägt D5 spielen, Dame schlägt D5 und Springer nach C3. Was ja auch sehr, sehr, wie gesagt, sehr ästhetisch ansprechend ist. Weiß opfert den Läufer und spielt jetzt Springer nach C3 mit Doppelangriff auf Dame und Springer und gewinnt die Figur zurück. Also, sehr, sehr schön, bringt nur nichts, ist das Problem. Schwarz steht am Ende dieser Varianten mindestens ausgeglichen. Soweit ich weiß, funktionieren hier alle Züge. Ich spiele meistens Dame nach H5. Am einfachsten ist vielleicht Dame nach D7. Irgendwas schlägt auf E4, Springer schlägt E4. Läufer E7. Ich zeige euch jetzt nur im Schnelldurchlauf die Varianten, dass ihr es einmal gesehen habt. So, so, so. Und Schwarz steht ein bisschen besser. Also das sind halt so Varianten, die ja, flashen einfach, wenn man sie zum ersten Mal sehen. Wenn man sie zum ersten Mal sieht. Aber wenn man das dann den Rest der Schachkarriere spielen will, ist es nicht so effektiv, weil Schwarz halt sich drei Züge merken muss und dann schon ein bisschen besser steht. Was halt
eigentlich nicht die Idee ist mit den weißen Steinen. Ich weiß nicht genau, auf wen meine kleine Schachschule abzielt. Grundsätzlich so das Niveau, an das ich mich richte, sind so die Leute in diesen Streamer-Turnieren, die schon ein bisschen Schach gespielt haben, auch sich wahrscheinlich ein paar Schachvideos schon angeguckt haben, die Basics drin haben. So, wir wollen am Anfang die Figuren rausziehen, das Zentrum besetzen, die Eiskugellehre wissen, aber noch nicht so viel sich jetzt mit Schachtheorie beschäftigt haben. Oder Leute, die halt ja ein bisschen in Schach einsteigen wollen, ein paar YouTube-Videos gucken. Aber ich versuche auch, euch immer die Wahrheit zu sagen. Oder was heißt die Wahrheit? Die Wahrheit, soweit ich sie weiß, wie Varianten objektiv sind. Sodass ich glaube tatsächlich, dass auch für starke Spieler was drin ist hier in diesen Videos. Aber ich weiß es nicht. Es ist immer schwer, passendes Niveau für jeden zu treffen. Backspeed, ein Argument, was wir auch jeden Tag hören, sagt, bisschen besser zu stehen, ist aber, glaube ich, unter 2000 Elo irrelevant. Ja, warum guckst du dir dann irgendwelche Eröffnungsvideos an? Da ist doch eh alles egal. Da ist auch jeder Zug egal, den du machst, weil meistens kann ein Zug ja nur dazu führen, dass man ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter steht. Also, dann brauchst du ja nichts anzugucken. Und das Niveau, wie gesagt, das Argument werde ich nie verstehen. Auf meinem Niveau ist eh alles egal, da geht es um andere Sachen. Dann braucht ihr euch ja mit nichts zu beschäftigen. So. Was gab es hier noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Nach Spanien ab 6 gibt es noch den Zug Bauer nach E5. Greift den Springer an. Und Schwarz hat die Möglichkeit zwischen ja, drei Optionen, wobei eigentlich zwei. Bauer nach D5 oder Springer nach E4. Die beide okay sind. Didaktisch der wertvollere Zug ist hier Bauer nach D5, weil das ein schönes Thema ist, sich zu merken. Der Bauer greift unseren Springer an. Wir kontern mit unserem Bauern, ziehen vorbei und greifen den Läufer an. Viel mehr muss man hier nicht wissen. Also hier gibt's auch Theorie. So. Jetzt laufen nach D7 zum Beispiel. Aber wenn ihr nach Bauer nach E5, Bauer nach D5 wisst, seid ihr für unsere Zwecke hier schon gut bewaffnet. Mein Lieblingszug ist nach Bauer nach E5 tatsächlich Springer nach E4, was aber zu etwas wirrerem Spiel führt. Also ich mag diese Varianten nicht so gerne. Was wie gesagt, kein objektives Ding ist. Hier ist Ausgleich, Läufer C5 ist auch Ausgleich. Aber mir gefallen sie nicht so und ich finde Springer nach E4 ein bisschen einfacher zu spielen. Führt aber zu komischeren Stellungen. Deshalb würde ich euch das nicht unbedingt anraten. Man muss hier mit dem Springer häufiger durch die Gegend ziehen. Springer nach C5. Und dann versuchen, die Figuren rauszubringen. Läufer nach E7, kurz Rochade. Objektiv, auch ein guter Zug, Springer nach E4. Ich glaube, das reicht fürs Erste im Schnelldurchlauf zum schottischen Gambit. Wir haben noch 2 Minuten, dann können wir uns hier noch ganz kurz Bauer nach C3 angucken. Opfert einen Bauern. Dann hat Schwarz eigentlich die Wahl, ob er diesen Bauern schlägt, was man machen kann. Springer schlägt und jetzt den Läufer raus nach C5 oder B4. Oder ob er es ablehnt, ganz pragmatisch, mit Bauer nach D5. Kein schlechter Zug. Meistens funktionieren diese Stellung im Zentrum so früh öffnen nicht gut für Schwarz. Aber hier, gerade nach Bauer nach C3, was dem Springer dieses Feld versperrt, funktioniert es ziemlich gut. Die Varianten gehen irgendwas wie schlägt, die Dame schlägt zurück, Weiß schlägt jetzt diesen Bauern und wir entwickeln uns schnell, zum Beispiel Läufer nach G4. Und mit zum Beispiel meine ich ganz genau, Läufer nach G4, Läufer nach E2, Läufer nach B4 Schach, Springer nach C3. Und jetzt, das wird schon wieder ein bisschen sehr spezifisch, aber jetzt schlagen und Dame nach C4 ist, was die Theorie empfiehlt. Sorry, das war doch wieder ein bisschen konkreter, als ich gehofft hatte. Aber manchmal wird es halt konkret. Grundsätzlich dieses Gambit. Nichts, vor dem man Angst haben muss, aber man kann sich merken, wann immer Weiß diese D4 gefolgt von C3 spielt, können wir, wenn wir wollen, das Danken ablehnen, hier im Zentrum den Bauern zurückgeben und eine ausgeglichene Stellung kriegen. Eine Frage, die auch häufiger gestellt wurde, und ich will dazu keinen
extra Video machen, weil es nicht so kritisch ist, ist, was ist mit Ponziani, Baunacht C3, was ja eigentlich hehre Motive hat, nämlich das Zentrum hier zu besetzen mit Baunacht D4 und damit den Bauern zurückzuschlagen. Das Problem ist, dass es zu langsam ist in dieser Situation. Die weißen Prioritäten sollten halt sein. Läufer raus und kurz Rochade. Oder von mir aus gleich hier den Infight in der Mitte, den wir heute gelernt haben, dieses Schottisch. Bau nach C3 gibt Schwarz zu freie Hand und verstellt auch dieses Feld für den Springer. Was der Springer will nicht immer dahin, aber in der frühen Eröffnungsphase sich schon darauf festzulegen, ist ja im Vorteilssinne nichts Besonderes. Schwarz hat hier zwei gute Züge. Am besten und am direktesten ist wieder Bauer nach D5. Wonach es ein bisschen Theorie gibt, die aber echt nicht gefährlich ist aus schwarzer Sicht. Läufer nach B5 hat Schwarz die Wahl zwischen mehreren guten Optionen. Zum Beispiel. Sorry, ich mache es ein bisschen im Schnelldurchlauf hier, weil ich diese Videos nicht zu lang machen will. Hat zum Beispiel das hier oder Dame nach G5 funktioniert auch. Und Dame nach A4. Was soll ich sagen? Ist auch nicht wirklich gut. Schwarz hat auch hier wieder mehrere Möglichkeiten. Läufer nach D7 ist die aggressivste. Hier den Bauern opfern. Bauer nach F6. Ich weiß, ich weiß. Meistens ist Bauer nach F6 kein guter Zug. Hier ist es ein vertretbarer Zug, das Zentrum zu stärken. Nachdem Weiß früh die Dame rausgebracht hat und C3 gespielt hat. Springer nach F6. Aggressives Spiel. Auch in Ordnung. Also, es funktioniert nicht wirklich, aber es ist eine Öffnung, die hin und wieder als Überraschung gespielt wird. Auf hohem Niveau eigentlich sehr, sehr selten. Alternative für Schwarze Springer nach F6, auch das ist okay. Weiß spielt am meisten Bauer nach D4. Und die lustigste Variante hier ist. Ist es so lustig? Ich weiß nicht, wie lustig es ist. Aber Springer schlägt E4. Weiß spielt Bauer nach D5. Und jetzt Läufer nach C5. Opfert den Springer auf C6 für raschen Angriff. Funktioniert auch gut für Schwarz. E schlägt C6. Läufer schlägt hier. König E2. Läufer geht weg. Und Chaos, völliges Chaos. Aber keine Variante, die mit Weiß besonders erstrebenswert ist. Sorry, das war jetzt viel random Information noch am Ende. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz zeigen, warum ich finde, dass Bau nach C3 kein ernstzunehmender Zug ist und kein eigenes Chapter verdient hat. Sowohl nach Bau nach D5 als auch nach Springer nach F6 steht Schwarz da schon gut. So, Chat. Das war unsere heutige Episode der Schachschule. Ich stream noch weiter, also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne noch reinhauen. Ich versuche aber immer diese Videos bei ungefähr einer Stunde zu halten, weil es, ja, ich glaube, genug Information ist, wenn wir die 2 Stunden machen. Ein bisschen Overkill. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon haben wollt, freue ich mich natürlich über Support. Folgt Janisan TV auf Twitch. Subt rein, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr das mit eurem Twitch verknüpfen. Damit mehr kostenfrei. Ein Streamer, eine Streamerin eurer Wahl unterstützt jeden Monat, ist mit drin. Also, ich finde, das ist ein fairer Preis für meinen weisen Schachunterricht, den ich hier gebe. Meine Müsli sagt, wer ist auch noch halboffene und geschlossene Eröffnungen vorstellen? Wir werden sehen, wir werden sehen. Also grundsätzlich, ja, wenn ich diese Serie weitermache, wenn das Anklang findet, dann gibt es natürlich haufenweise Eröffnungen, zu denen wir noch kommen können. Also nach Bau nach E4 gibt es ja erstmal noch, abgesehen vom Bau nach E5 halt. Sizilianisch mit diversen großen Systemen, wie zum Beispiel Neidorf. Müsst ihr euch nicht merken, nicht mehr Teil des Unterrichts. Das ist Neidorf. Lurz94, vielen Dank für den Sub. Drache. Sveshnikov. Dorit10, danke für den Sub.
Und so weiter und so fort. Pausen, also über jede dieser Eröffnung könnte man. Nee. Easy eine Stunde reden. Ich weiß nicht, ob es das. Ob es das als wäre es, aber ihr seht schon, es gibt hier unendlich viel Ground zu covern. Es gibt auch hier Rosso Limo. Das ist alles nur im Sizilianisch dann. Kann. Französisch. Pirz. Skandinavisch. Ajechin. Das ist alles noch im E4-Bereich. Und nach D4 gibt es genauso nochmal 10 vollwertige Öffnungen. Königsindisch. Grünfeldindisch. Zu indisch. Damengebiet. Damenindisch. Also, ich kann euch Ewigkeiten mit Schachkram voll labern. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Aber im Moment habe ich vor, solange ich halbwegs die Zeit dazu habe, eine dieser Folgen täglich zu machen. An Tagen, wie gesagt, wo ich Zeit habe. Jetzt am Wochenende zum Beispiel habe ich keine Zeit. Dann am Montag geht's weiter. Chat hat viele Fragen zu. Keine Ahnung, was das sein soll. Mit dem hyperbeschleunigten Drachen. Ja, der Sinn dieser Serie ist ja erstmal euch einen Überblick über, was gibt es so für Schacheröffnungen, was sind so die interessanten Punkte da, was ist kritisch, was wird auf welchem Niveau gespielt, was nicht so viel und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob ich da jede eurer Spezialvarianten behandeln kann. Wenn ich sie nicht behandle, wird es aber meistens seine Gründe haben. Vielleicht gehen uns auch irgendwann die Eröffnung aus und wir sitzen hier in Folge 61 und sagen die Vor- und Nachteile des Fajarovic-Gambits auf. Nachteile, Bauern weniger, wir stehen sehr schlecht. Vorteile. Vorteil weiß ich noch nicht, aber überlegen wir uns dann. Jetzt der Schickenwing ist zu spät gekommen, wie damals in der Schule. Das Gute, Mr. Schickenwing, ist, wir haben noch kennen wenige Leute. Nachher, ich will auch nicht immer ranten, ich will auch hier offen sein. Es kennen auch wenige Leute, wenn du hier Springer nach G8 zurückspielst. Also würdest du ja auch nicht machen. Dieses kennen wenige Leute Argument finde ich immer nur sinnvoll, wenn man den Gegner auch in vor Probleme stellt, die schwer zu lösen sind, wenn er die nicht kennt. Und hier, na, wir können drüber streiten, ob Fajarovic Gambit diese Hürde cleart. Ich denke eher nicht, denn wenn ich hier Common Sense Züge mache, kann so, so. So, so stehe ich halt auch besser, ohne irgendwas wissen zu müssen. Aber da kann man drüber streiten. Wie gesagt, also wir müssen ja eh, ich weiß ja, diese Serie soll ja so ein bisschen halt auch an dieses Zugzwang-Streamer-Level angepasst sein. Und da weiß ich ja, dass wir an Kram, der populär ist, auch wenn er nicht gut ist, wie Stafford, nicht vorbeikommen werden. Ich sag nur, ich weiß zum Beispiel nicht, was der hyperbeschleunigte Drache ist. Dass wir vielleicht gar nicht jede dieser Öffnungen covern können, aber es gibt so viel auch Mainstream-Kram. Schacheröffnung ist echt groß. Also, keine Ahnung hier. Londoner System kann man ewig drüber sprechen. Ich habe auch bestimmt schon mehrere Bücher über Trompowski, diesen Zug, gelesen. Einfach der beschleunigte Drache, aber G6 auf Zug 2. Haben wir bestimmt auch schon mal kurz behandelt, ne? Hier G6. Ja, hat halt mehr Nachteile als Vorteile, ne? Also Nachteile, als da wären. Dame schlägt D4 ist unangenehm. C3 ist unangenehm. C4 gefolgt von D4 auch unangenehm. Vorteile. Du verhinderst Rosso Limo.
Also, kann man alles machen. Ist bestimmt auch was, was ich schon mal als Überraschungswaffe irgendwie gespielt habe. Aber grundsätzlich, Schacheröffnung, Shortcuts mit Schwarz führen dann halt immer nur so weit. Ist auch, was ich mühsam lernen musste über die Jahre. Und da klinge ich auch immer ein bisschen dogmatisch. Wobei ich das Bedürfnis ja völlig verstehen kann, zu sagen, ey, ich will aber nicht so viel Kram lernen, ich will mein Zeug spielen, was immer funktioniert. Das beißt sich halt meistens damit, wenn man irgendwie so einen leicht wissenschaftlichen Ansatz fahren will. Was nicht immer der richtige sein muss, natürlich ist Schach ein praktisches Spiel, man will den Gegner überraschen, aber es beißt sich halt normalerweise damit, irgendeine Patentlösung zu haben, die man jede Partie gegen alles spielen kann, ohne viel wissen zu müssen, mit der Ambition gegen bestes Spiel nicht gleich schlechter zu stehen. Wie gesagt, das ist keine Variante, die fürchterlich ist, aber sie hat mehr Nachteile als Vorteile auf eurem Niveau. So, ich wollte eigentlich weiter über Eröffnung reden, Chat. Unsere Schachschule hat heute geschlossen. Wir machen morgen, ich glaube, 14 Uhr weiter. Morgen voller Tag. Aber 14 Uhr bis 15 Uhr kriege ich reingeschoben. Danach hole ich die Kinder aus dem Kindergarten ab. Und morgen ist Jan allein zu Hause. Weiß nicht, ob ich so viel zum Streamen kommen werde.